Die Weiße Flotte GmbH Potsdam nahm am Donnerstag, dem 4.7.2013, pünktlich gegen 10.15 Uhr ihr neues Wassertaxi in Betrieb. Es löst das in die Tage gekommene Wassertaxi 1 ab. Das neue Wassertaxi ist wesentlich geräumiger, moderner und kann auch mehr Fahrgäste aufnehmen. Es ist mit moderner Technik ausgestattet und bietet den Fahrgästen einen ungetrübten Rundumblick. Ein Schiebedach aus Plexiglas schützt die Fahrgäste vor Regen und kann bei Sonnenschein nach hinten eingeschoben werden. Ja, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Neumann. Ich bin der Schiffsführer dieses neuen Wassertaxis. Das Wassertaxi hat eine Länge von 31,11 Metern und ist 5,10 Meter breit. Und wir dürfen 120 Fahrgäste transportieren. Fährt das Wassertaxi nach festem Fahrplan? Ja, wir fahren nach einem festen Fahrplan. Wir bedienen 13 Haltestellen hier in Potsdam. Und das sechsmal oder dreimal am Tage. Und wie heißt du denn? Jim Koberstein. Und was machst du hier heute? Ich war der Schiffschau. Ja, schönen guten Tag für alle, die heute hier sich eingefunden haben. Auch von unserer Seite her. Mein Name ist Jan Lehmann, wie gesagt, Geschäftsführer der Weißen Flotte. Und nebenbei auch noch von den Wassertaxis. Und es freut uns natürlich sehr, dass wir heute ganz stolz ein neues Wassertaxi kaufen dürfen mit Tim. Wir haben uns zum Bau des neuen Wassertaxis entschlossen, weil einfach wir gemerkt haben, dass das alte Wassertaxi schon noch ein bisschen in die Jahre gekommen ist und die Platzkapazitäten manchmal auch nicht ausgereicht haben. Und umso schöner und besser haben wir natürlich jetzt mit dem Wassertaxi 3 etwas umgesetzt, was uns ein bisschen auf dem Herzen gelegen hat, also dass auch mehr Fahrräder mitgenommen werden können und dass dann eine schöne große Kapazität auch auf diesem Schiff ist, um einfach an den Spitzenbelastungstagen natürlich einfach auch dann gewappnet zu sein. Und so wird Wassertaxi 3 mit Wassertaxi 2 jetzt in fünf Minuten sozusagen den regulären Dienst hier aufnehmen. Ja, und es war für uns eine Herzlinge auch damit zu sagen, dieses Wassertaxi-Projekt hat sich für Potsdam durchgesetzt. Wir haben ja das Projekt auch schon seit längerem im Laufen, aber wir merken, dass wir von Jahr zu Jahr immer mehr Fahrgäste bekommen und es fahren nicht nur Touristen mit, muss der CDU da mal auch ein bisschen widersprechen. Also wir haben auch sehr viele Kunden aus Potsdam, die das Wassertaxi nutzen und deshalb haben wir uns auch dazu entschlossen, nicht ein Schiff taufen zu lassen, sondern wir wollten die Potsdamer aufrufen dazu und zu sagen, liebe Kinder, Familien, sendet uns das schönste Bild, gebastelte Foto etc. ein. Eine Geschichte haben wir bekommen, die sehr schön ist. Und wir prämieren einfach über eine Potsdamer Familie und loben da auch den Taufpaten aus. Tim ist es geworden. Tim hat ein sehr schönes Foto gemalt vom neuen Wassertaxi. Und somit wird es eine total neue Premiere auch für uns sein, dass sozusagen ein Schiff von uns dann tauft, das wir jetzt auch gleich vornehmen werden. Ja, danach wird es eine kleine Rundfahrt geben, der hat sich eingeladen, damit an Bord zu kommen. Und für die Presse alle Fragen, denke ich mal, die können wir dann sicherlich auch noch an Bord dann beantworten. Ja, das Wassertaxi 1 wird dann auch gleich kommen, das wird dann sozusagen justament, wenn es hier angelegt hat, hinter dem Wassertaxi 3 dann seine letzte Fahrt haben und die Fahrgäste werden dann vom Wassertaxi 1 übersteigen auf Wassertaxi 3 und damit wird dann sozusagen der Startschuss und die Jungfernfahrt gegeben. So Tim, jetzt kommen wir zueinander. Bist du ein bisschen aufgeregt? Ja? Machen wir schon. Komm mal. Tim hat nämlich extra gelernt, wie man dann so ein Schiff tauft. Hast du auch so nicht, ne? Genau. Und dass man natürlich ein Schiff mit Sekt taufen muss, dann weißt du ja auch, ne? Damit es auch gut fährt und dann auch ganz sorgenfrei ist. Oh, da kommt mal ein Fuß. Ja! So, Tim, dann komm mal her. Aber das will langsam erstmal. Genau.
Wollt ihr euch wieder darüber reden? Ja, immer rumreden, wir müssen Chips sehen. Ja, ja. Ja, aber. Achso, pass auf, Tim. Du kannst ja erstmal. Wir machen erstmal uns genau. So, pass mal auf, Tim. Jetzt kommst du her zu mir, hier vorne. Ich halte dich fest, du brauchst da gar nicht. So, jetzt sagst du den Spruch auf und dann. Ganz besser, die Stücke los und die müssen hinter uns. Ja, okay. So. Dann jetzt den Satz, den du gelernt hast. Hiermit taufe ich dich auf den Namen Wassertaxi 3 und wünsche allzeit gute Fahrt. Super. So, seid ihr bereit? So. Oh! Ja, auch beim ersten Mal. Aber macht nichts. Auch Ministerpräsident Platzek hat das auch nicht beim ersten Mal geschafft. Aber das ist auch eine Sektdusche, wa? Auch alle noch einen großen Blumenstrauß, ne? Das war Herr Bolle, das ist der Werftbesitzer von der Werft, die das Schiff gebaut hat, weißt du? Ja, nee, ich hab jetzt gesehen. So, Tim, sag mal den Nachnamen. Den Vornamen habe ich ja schon.